Swissbit TSE-Karte außer Betrieb nehmen und durch eine neue Swissbit TSE-Karte ersetzen. An der Sharp XE A137147. Schlüssel auf ZPGM. 300 X im Kreis RCPT SW. Die PIN. Und die TL-ATNS-Taste. Jetzt ist die Karte außer Betrieb genommen und wird jetzt durch die neue Karte ersetzt. Wir programmieren jetzt den PUC. Schlüssel auf ZPGM, Raute TMST. 622 mal die PUC. Bitte nicht die PUC verwenden, die ich verwende. Diese Zahlen sind nur exemplarisch. Jetzt programmieren wir die Admin-PIN, Raute TMST, 623, X im Kreis, RCPT SW. Wir haben jetzt den Admin-PIN eingegeben, mit der Taste TL-ATNS bestätigen. Jetzt die Time-Admin-PIN, Raute TMST, 624, X im Kreis, RCPT SW. Jetzt die PIN und die TL-ATNS-Taste. Jetzt die Übergabe der PUC Time PIN und Admin PIN auf die Karte. Raute TMST 626, X im Kreis, RCPT SW, TL-ATNS. Jetzt muss noch ein Verzeichnis angelegt werden, damit die Kasse Daten speichern kann. Raute TMST 140 X im Kreis RCPT SW Raute TMST TL-ATNS. Jetzt sind wir mit der Programmierung der TSE fertig.